Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe am heutigen Donnerstag, dem 30. März 2023. Gute Stimmung am gestrigen Mittwoch. Beim amerikanischen Dow Jones Index ging es um exakt 1% nach oben und damit der Ausbruch hat gestartet. Ist die Beendigung des Abwärtstrends aber tatsächlich nun ein Thema? Das ist die entscheidende Frage, die uns sehr wahrscheinlich im nächsten Quartal begleiten wird. Und ich bin da durchaus ein wenig skeptisch. Ich glaube vielmehr, dass es aktuell der sogenannte Window-Dressing-Effekt ist, der gerade die Märkte noch ein wenig hier ansteigen lässt. In Summe dürfte aber der Markt wieder im zweiten Quartal in Bezug auf die derzeit noch immer vielen bestehenden Unsicherheitsfaktoren eher nochmals in den Korrekturmodus übergehen wollen. Wenn wir weitermachen mit dem Blick auf die Technologiebörse Nasdaq, auch hier ging es gestern deutlich nach oben, und zwar um 1,87%, also in Summe sogar noch stärker als im direkten Vergleich beim amerikanischen Dow Jones Index. Allerdings ist und bleibt auch hier noch immer die altbekannte Widerstandszone intakt. Sie beginnt bei rund 12,9. Erstreckt sich in der Spitze bis rund 13.060 Punkte. Also auch hier ist und bleibt trotz Kurserholung noch immer nicht die Situation so, dass man nun sagen könnte, die Kursrallye geht nun weiter bis 14.000 Punkte. Dafür müsste tatsächlich der Deckel nach oben noch hier durchstoßen werden. Apropos den Deckel durchstoßen, gestern Intel mit einem satten Kursplus von 7%. Die Chiphersteller derzeit ohnehin ja wieder stärker gefragt und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, ist das jetzt endgültig der große Ausbruch bei Intel? Wir werden es auch sehen im zweiten Quartal, denke ich. Generell gefällt mir die Charttechnik-Situation von Intel recht gut. Nach der wirklich über mehrere Monate hinweg bestehende Bodenbildung könnte das prinzipiell was werden, dass wir auch hier in die Region von bis zu 35 US-Dollar weiterklettern. Ob es jetzt auf dem direkten Wege jedoch gelingt, das stelle ich ein bisschen mit dem derzeitigen steilen Kursanstieg der Märkte in Frage und vor allem natürlich auch, weil ich eher davon ausgehe, dass man hier auch nochmals in Summe im zweiten Quartal erst einmal ein bisschen Luft ablassen muss, um dann vielleicht ein wenig weiter ansteigen zu können. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.